So, eins gibt es jetzt noch. Ich habe ja gerade schon mal eins gemacht. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ursprünglich das zusammen in eines zu packen. Und dann dachte ich mir aber, nee, jetzt machst du doch lieber zwei draus. Ne? Ist vielleicht auch ganz gut. Mal gucken, wie lang das Video jetzt wird. Ich versuche immer, dass die Videos so weitestgehend kurz bleiben, aber irgendwie werden sie dann doch immer länger. Ja, es passt ganz gut, aber zu dem ersten Thema ist. Ich musste so lachen auf dem Weg hierher. Er will mich, ich will ihn. Juhu, wir kommen zusammen. Wo ist der Haken? Jeder kennt den Spruch, wir wollen die, die uns nicht wollen. Und die, die uns wollen, die wollen wir nicht. Was hat es damit auf sich? Darauf wollte ich jetzt mal näher eingehen. Es ist nämlich gar nicht so selten. Ja, plötzlich tritt ein Mensch in deinem Leben. Den findest du toll. Vielleicht kommst du auch ihm näher. Ja, ihr lernt euch kennen. Auf einmal, zack, Kontaktabbruch. Ohne irgendwie groß was zu sagen. Und ja, jetzt wollte ich gerade sagen, die Herzmenschen, Herzverstand, keine Ahnung, ich will es nicht schubladisieren. Aber einer von den beiden bleibt dann zurück, versteht das nicht, versteht die Welt nicht mehr. Warum? Ja, warum macht er sich vom Acker? Findet er mich nicht interessant? Will er mich nicht? Passe ich nicht? Keine Ahnung. Ja, man fängt dann an zu suchen. Woran lag es? Oftmals hat man vielleicht auch selber den Eindruck, ich bin nicht richtig, ich bin doof, so wie ich bin. Na, man sucht dann immer die Fehler bei sich. Das habe ich anfangs auch gemacht, bis ich dann irgendwann dahinter kam, nein. Dem ist so nicht. Vergleiche dich niemals, du bist gut, wie du bist. Ja, natürlich hat das Gründe, warum derjenige sich plötzlich vom Acker macht. Um es mal salopp auszusprechen, der ist dann nicht mehr da, lässt dich zurück. Du stellst dir die Frage, warum. Das ist auch okay, das darfst du, das sollst du auch. Aber nicht, indem du dir ja, Schuldzuweisungen machst oder dir selber sagst, das ist nicht gut an mir, das ist nicht richtig. Kannst du natürlich auch machen, aber wenn es in Richtung Vergleich geht, nein. Ich habe mir tatsächlich dann irgendwann wirklich die Frage gestellt, was hat es mit mir auf sich, warum ist das so? Und was soll ich lernen? Was soll mir das sagen? Bei mir haben die Themen dann auch immer irgendwie gepasst, dass ich gemerkt habe, ich vergleiche mich wirklich. Ja, mit anderen Frauen, wo ich gemerkt habe, steht er vielleicht so oft auf den Typ Frau? Ich weiß, ich bin anders. Bin ich? Ich habe tatsächlich irgendwie so ein Talent dafür. Die Frauen sind dann auch irgendwie anders, wo ich zumindest das Gefühl habe oder hatte immer, ne? Darauf könnte er jetzt stehen, ne? So passt ja, irgendwie passt du da nicht rein, ja? Darum geht es aber nicht. Darum geht es nicht. Punkt 1, ganz wichtig, du bist du. Und du bist kein anderer. Und andere Frauen sind andere Frauen. Das hat nichts mit dir zu tun, ja? Was der Mann will, was er nicht will, was auch immer. Das ist dem Mann sein Problem. Wenn der Mann seine Vorstellung hat von einer Frau, wie sie zu sein hat, dann ist das so. Ja? Wenn der Frau lieber mit der Frau geht, dann ist das so. Ja? Das war eine schmerzliche Erkenntnis, die ich tatsächlich auch machen musste. Und sie war gut. Es war gut, so wie es war. Weil ich ja dann auch erkennen konnte, wer ich bin. Ja? Und ich habe mir irgendwann gesagt, das, was ich habe, was ich geben könnte, das will er nicht. Das will er nicht nur, das braucht er auch nicht. Das, was er braucht, sind die anderen Frauen. Ja, das, was er will, was er braucht, kann ich es ändern? Nein. Ja, ich bin ich. Und wer damit nicht klarkommt, ist das halt so. Ja. Viele Frauen neigen dazu, sich tatsächlich dann zu verändern für diesen Mann. Sie wollen dann so sein, wie sie nicht sind. Ja,
Sie machen dann Dinge in der Hoffnung, dass er dann ankommt, ja, oder dass er bleibt, ja, aus Angst, ihn zu verlieren. Bullshit, ja. Das hält eh nicht lange, wenn man mal ehrlich zu sich selber ist. Und also zumindest habe ich das bei vielen beobachten können. Ich habe es auch viel gehört. Ich selber war nicht so, also zumindest nicht derartig ausgeprägt, ja, weil ich mir recht schnell mit mir einig war und das auch für mich so erkennen durfte, ja, dass es keinen Vergleich bedarf, ja, ich bin ich, ne, das habe ich aus dieser Erkenntnis mit herausgenommen. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus möchte: Partner, mit denen du zusammenkommst, die dich dann auch wollen, das sind für mich sehr, sehr wichtige Lernpartner. Oftmals ist es so, die Partnerschaften gehen dann auch wieder auseinander. Da muss man dann gucken, warum ist das jetzt auseinandergegangen? Spiegelgesetze. Was hat er mir gespiegelt? Welche Wesensanteile bin ich selber? Oder Projektion. Wenn mir mein Partner quasi eine Projektion war meiner Themen, ja, wenn er irgendwas gemacht hat, was mich getriggert hat, ja, was will er mir jetzt in dem Moment aufzeigen? Erkennen, annehmen. Es kam mir gerade noch so ein anderer Gedanke rein, der ist jetzt auf einmal wieder weg. Erkennen, bekennen. Ja, Projektion, da war aber jetzt noch was anderes, das ärgert mich jetzt gerade. Komme ich jetzt nicht drauf. Sollte es mir hinterher noch einfallen, bitte in die Videobeschreibung reingehen, dann füge ich es bei. Wichtige Lernpartner. In der Regel ist da wirklich dann auch eine Aufgabe drin, die du für dich erkennen sollst. Ja. Und die Partner, die dich nicht wollen, genau, darauf wollte ich jetzt nochmal eingehen. Die Partner, die dich nicht wollen, zumindest dem Anschein nach. Dem Anschein nach ignorieren sie dich und sie lehnen dich ab. Zumindest kommt es bei dir so an. Aber was soll dir das sagen? Ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum ist das so? Was, ne? Ist jetzt da wirklich der konkrete Hintergrund? Und bei mir ist es dann wirklich so gewesen, oder ist es noch immer, dieses Ignorieren. Was ignoriere ich an mir? Worin lehne ich mich immer noch ab? Finde die Anteile, Wesensteile, Wesensanteile, wo du noch nicht du bist. Ja? Also Anteile, die du ablehnst, weil du sie nicht lebst. Ja? Stelle dich deinen Ängsten. Wovon bist du immer noch abhängig zum Beispiel? Ja? Alles, was du nicht bist, ja, da musst du für dich gucken. Was lehnst du an dir noch ab? Was an deinem Hier und Jetzt bist nicht du? Ja, und erst wenn du das integrierst, lehnst du dich nicht mehr ab. Aber wir wissen es oftmals nicht. Das ist nämlich das Schwierige daran. Ja, also da stoße ich selber auch immer wieder an meine Grenzen. Ja, vor allem auch was die Ängste betrifft. Ist es nicht immer leicht, aber diese Frage, diese zwei Fragen, die kannst du dir tatsächlich stellen. Worin lehne ich mich ab? Wo ignoriere ich mich noch? Ja, was ich eigentlich machen müsste, aber nicht mache. Ja, Ängste. Stell dich deinen Ängsten und Herausforderungen. Wenn du das machst, kommst du dir immer näher. Authentisch werden und leben. Werde echt. Das haben mir meine Männer gespiegelt, die mich nicht wollten. Oder mich dem Anschein nach immer noch nicht wollen, weil sie mich ignorieren zum Beispiel, ja. Okay. Lassen wir es so stehen. Wieder 10 Minuten. Oh, ich neige immer dazu, so lange Videos zu machen. Ist nicht meine Absicht, aber irgendwie kriege ich es auch nicht kürzer hin. Ich probiere es. Aber es klappt nicht. Oh.